Die volle Packung Burgensport bei den Kreismeisterschaften des Schützenverbandes Berlin-Brandenburg. Über 80 Nachwuchsbogenschützen schossen am Samstag um die Wette, um zu sehen, wer die neuen Kreismeister der verschiedenen Altersgruppen werden. Wir haben heute die Jugend hier, das heißt alle Schülerinnen und Schüler ab 9, 10 Jahren geht es so in etwa los, bis zu den Junioren, die so etwa 20 sind. Nach dem Einschießen ging es dann auch gleich los. Jeder Schütze konnte in zwei Qualifikationsrunden jeweils 6x6 Pfeile schießen. Da pro Schuss maximal 10 Ringe möglich sind, waren also auch dieses Mal die magischen 720 Ringe das Ziel. Es ist schon wirklich sehr schöner Sport, da man sehr konzentriert sein muss, immer das Beste geben und immer bei der Sache sein muss. Am Anfang hatte ich noch ein paar Passen, wo ich mich eingeschossen habe und noch nicht so ordentlich war, aber dann am Ende wurde es halt immer besser und ich könnte mit dieser Punktzahl vielleicht noch Erster oder Zweiter werden. Klein oder groß, hochmotiviert waren sie alle. Daneben Kreismeistertitel und Pokalen ging es auch um die Qualifikation für die bevorstehenden Nachwuchslandesmeisterschaften am 16. Juni. Nach den beiden Qualifikationsrunden standen die Kreismeister dann schon fest. Die Schützen mit der höchsten Gesamtringzahl der jeweiligen Altersgruppen sind nun ganz offiziell Nachwuchskreismeister 2019. Ich habe in der Jugendklasse gewonnen. Das ist immer wieder ein tolles Gefühl. Ich bin eine Altersklasse jünger als er und habe auch die Kreismeisterschaft gewonnen. Und mein nächstes Ziel ist, die Landesmeisterschaft zu gewinnen. Aber wir hoffen, dass wir gleich im Finale so viel abräumen können, wie es geht. Aber Zweiter und Dritter ist auf jeden Fall drin. Im Anschluss wurden im Turnierstil noch die Kreispokale ausgeschossen. Vor allem für neue Schützen war dies eine tolle Möglichkeit, in lockerer Umgebung etwas Turniererfahrung zu sammeln. Zum Schluss, bei der Siegerehrung, gab es dann natürlich eine Menge Pokale und viele stolze und glückliche Gesichter zu sehen. Ja, das war es mal wieder. Eine wunderbare Kreismeisterschaft mit sehr, sehr vielen Teilnehmern. Und wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück, wenn es auch am 16. Juni bei den diesjährigen Landesmeisterschaften wieder die volle Packung Burgensport geben wird.